Hallihallo! Ja, was ist denn hier los? Lange Gesichter, Langeweile, tote Hose? Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Man hat doch nichts Besseres zu tun. Na, da komme ich ja genau richtig, was? Los, los, Leute, auf hier jetzt Kohle machen, Mäuse raffen und ab und zu ein bisschen gaffen, fiese Tricks und Geld gewinnen, keine Zeit, sich zu besinnen. Ja, da kommt Schwung in die müden Knochen, was? Da wackelt die Tapete, da piept die Erde. Ihr wollt wissen, was ich meine? Ha, ist doch klar, Mann, ne Rallye durch Europa, von Nord nach Süd, von West nach Ost, links rum, rechts rum, mitten durch, vor, zurück und rauf und runter. Euch bekomme ich auch noch munter. Los, los! Draußen stehen schon die heißesten Kisten, die nur darauf warten, mit euch loszuflitzen. Gewinnen kann übrigens nur der, der am Ende das meiste Geld geschaffelt hat. Na, ist das nicht? Also auf, worauf wartet ihr noch? Die letzten beiden, die Hunde. Los geht's! Wir brechen auf zur total verrückten Rallye! Tja, was soll ich sagen? Willkommen zu einem angefuchst oder Retrofox, eins von beiden. Und zwar die total verrückte Rallye der Welt sehen wir ja hier aus dem Jahre 1995 von Blue Byte. Ja, für Windows erschienen, Windows 3.1 damals noch, teilweise auch Windows 95 schon spielbar, ist ja gerade mehr oder weniger rausgekommen, das Betriebssystem, ne? Und es ist ein Computer-Brettspiel. Kann gespielt werden mit bis zu 8 Spielern an einem PC logischerweise, ne? Und anstelle dessen von Computerspielern, so wie jetzt, was heißt Computerspieler? Blödsinn, ne? Menschlichen Spielern kann man natürlich Computerspieler nutzen. Wir klicken mal hier kurz rein, ne? Was haben wir an Optionen damals? Sound FX, Musik. Genau, Sprachausgabe, die super Sprachausgabe, die wir jetzt gerade im Intro hatten. Hammer, Hammer. Zeitlimit beim Ziehen. Informationen, dann werden wir noch mit Informationen aus den Gegenden bedient. Ne? Das ist eine super Sache. Animation konnte man abschalten für etwas betagtere Rechner. Ne? Wir können noch hier Wellen und Jahreszeiten. Ja, komm, mit Animation. Das machen wir. Joystick nehmen wir nicht, den habe ich nämlich nicht. Und wir sagen einfach mal neues Spiel. Wir gucken uns das Ganze mal an, wie es aussah. Helmut Pohl, ich glaube, das können wir ja auch ändern. Ne? Genau, das ist der Firefox. So. Konnten wir auch noch die Farbe vom Auto ändern? Warte mal kurz, kleinen Moment mal. Es ruckelt gleich mal kurz. Ich muss mir das Fenster mal in die Mitte ziehen. Kleinen Moment. Achtung. So. Ja, genau. Wir können... Ach, genau, so war das. Wir können uns einen Charakter aussuchen, der uns am ähnlichsten ist. Nee. Ja, der passt. So, machen wir hier mal zurück. Huch. Helmut Pohl, wenn dann richtig, ne? Und dann nehmen wir ihn hier, Armino Geserti, wird standesgemäß meiner einer. Ja. Was ist das hier? Ha, heuer, heuer. Okay, aber es ist schön, immer schön im Wechsel, ne? Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Also ist alles da, wobei hier ist Doppelmann, ne? Mikro Mawasaki, ist das... Na, ist auch egal. Wir sagen einfach mal... Feuerfrei, der Rest ist Computer, ne? Das oder spielt nicht mit. Wobei, warte mal, damit das nicht so elendig lange dauert, warte mal, die Frauen lassen wir mal drinnen hier. Nehmen wir mal hier ein paar Charaktere weg. Sonst dauert das wirklich lange, weil die ziehen ja alle, ne? So, wie viele Etappen wollt ihr spielen? Maximal 300. Ich denke mal. Huch. Da muss ich tippen. Okay, 100 spielen wir mal. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Auf euch wartet schon ein heißes Rennen. Wow. Auf den Schnellsten wartet sogar noch mehr. Ja, so viel Geld. Yeah. So viel Reichtum. Yeah. Alles nur für einen. Doch oh. Wer wird es sein? Wer hat das Zeug zum Sieger? Keine Ahnung. Kennt alle Tricks. So, nur wollen wir mal sehen, für wen die Schicksalsstunde geschlagen hat. Ja. Gefallen. Und da ist sie. Ich hab's gewusst. Unsere neue Zielstadt. Hab ich's denn nicht gleich gesagt? Doch, doch, doch.
Oh. Los, los, Leute, diesmal geht's nach Ankara, der Hauptstadt der Türkei. Ach du, hör auf. Los, worauf wartet ihr? Da ist doch gerade Stress da unten. So, Computerspieler Veracruz fängt an, würfelt eine 2, kann 2 Felder ziehen. Ja super, Veracruz, für diesen tollen Zug bekommst du, kann ich gar nicht so schnell lesen. So, unser Ziel ist es, wie man es jetzt mitbekommen hat, dass wir in den Zielort hinkommen, ne? So, es gibt dann noch eigenes Karten. Ich denke mal, wir kommen danach noch dazu. Es ist schon wirklich ewig lange her, dass ich das gespielt habe. Und es hat so viel Spaß gemacht. Warum darf ich nicht spielen hier? Bin ich auch irgendwann mal dran? Ich darf mal. Abkaufen, okay. Karte setzen wollen wir nicht. Wir können Kartenzoom machen. Ich glaube, Kartenzoom ist besser, ne? Na klar ist das besser. Umfeld, da können wir uns jetzt das Umfeld angucken. Naja, wer es braucht, ne? So, wir würfeln selber mal. Und eine 6. Ja, als ob ich es gewusst hätte. Nein, ich cheate nicht. So, wir können jetzt entscheiden, so wie beim Mensch, ärgere dich nicht oder was auch immer, wo wir hinfahren wollen. So, das ist der 2, das ist die 3. Jetzt wird es natürlich mit dem Zoom ein bisschen schrecklich. Jetzt sollten wir doch ein bisschen größer. Wir gehen hier. Wie viele Felder haben wir noch? Einen Zug. Man kann auch übereinander stehen, ne? So, hallo Firefox, dieser geniale Zug bringt dir 1200 ein. Nicht schlecht. So, und damit bin ich mit den Einnahmen bis jetzt am besten. Wow. So. Da, eine 2, 1, 2, okay. Bist du absichtlich hier, Veracruz? Dann darfst du dir auch eine Karte nehmen. Okay. Die sind wirklich super intelligent, die KI hier in dem Spiel. Okay, Kreditkarte. Können wir jederzeit umschalten? Ja, könnten wir. Okay, ich gehe mal wieder auf Zoom. Du darfst ziehen. Warum soll ich denn ziehen auf einmal? War das jetzt ein Fehler? Oh Gott, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Warum? Kostet dich immerhin 16.000 Würfel? War ich das jetzt immer? Okay, das ist die Route, die wir fahren müssen oder sollten. Es ist der kürzeste Weg zumindest. Das wird uns hier gezeigt. Aber irgendwie haben wir gerade was kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Eine 6, komm. Okay, also eine 6 haben wir. Wir setzen mal jetzt 6 Felder. 1, 2. Ah ne, das war noch keiner. Was waren rote Felder? Rote Felder waren nicht gut. Oder? Ne, rote Felder waren nicht gut. Ich gehe mal aufs blaue. Das ist ein Gewinnfeld. Genau, 1800. Fröhliches Gesicht machen, ne? Gesicht, ja, Gesicht. Ui. Warum sind wir auf einmal 5 Spieler? Hatte ich nicht 4 eingestellt? Mann, bin ich blöd. Da, 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 da. 4600? Finde ich aber jetzt gemein. Jane Blonder? Ha! Warum verdienen die denn so viel? Möchtest du riskieren, in die Forschung dieses Professors Geld zu investieren? Warum wird das jetzt gefragt? Ja. Ja, komm rein da. Moment hier, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung gerade. Da ist doch gerade was nicht in Ordnung. Warum haben wir hier einen neuen Mitspieler? Und warum müssen wir den steuern? Das finde ich nicht in Ordnung. Ich wollte eigentlich nicht. Können wir das irgendwie hier auf Automatik verstellen? Ja gut, dann würfeln wir. Wie haben wir den Spieler dazu gekriegt, dass wir... Ich weiß es nicht. Okay. 1. Wir versuchen mal selber damit noch weiter zu reisen. Ein Verlustfeld, oder? Ja, ein Verlustfeld. Nicht gut. Wir suchen mal eine andere Route. Zwei Felder noch. Verlustfeld. Nee, Verlust ist immer doof. Ja, kein Verlustfeld. Hier können wir was kaufen. Wenn wir... Warte mal. 200...
das ist die Miete, ne? Kann man was kaufen? Nee, kann man nicht, ne? Wir haben kein Geld, uns das zu kaufen. Was soll das? Okay. Dann lassen wir das. Wir würfeln weiter und spielen. Eine 2. Was ist das hier? Das ist ein Verlust. Dann gehen wir hier hin. So, 4500. Aber ich sollte... Hallo. Ach, jetzt muss ich dir auch noch... Was ist denn hier los? Nein! Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Kann ich die irgendwie wieder zu Automatik machen hier? Ich will die jetzt nicht steuern. Ich will die nicht steuern. Wie mache ich das? Ach, Mitspieler. Ah, warte mal. Ah. Sehr gut. Das ändern wir gleich bei dem anderen auch, ne? Oh, die kaufen sich aber hier ein. So, warte mal. So, ich muss jetzt auf Hauptmenü. Mitspieler. So, Automatik. Puh. Ich dachte schon, wir müssen ewig mit dem... Ah, nicht, dass wir dem jetzt einen Vorteil verpasst haben. Guck dir das an. Du gewinnst 20... Oh, nee. Wir haben den Vorteil. Oh. Ende 5. Immerhin. So, wo müssen wir eigentlich hin? Warte mal, ich muss mal nochmal gucken. Übersicht. Wir müssten theoretisch wieder zurück oder einen großen Umweg laufen. Ah, oh, nee. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Der ist gut, theoretisch. Hier ist aber ein Gewinnfeld. Gewinnfeld ist besser. Oh, nicht schon wieder, bitte. Moment. Warum aktiviere ich die eigentlich immer? Kann mir das einer verraten? Düt. Vielleicht bin ich so voreilig mit den Tasten und ich klicke wieder falsch irgendwo. Och, die kaufen sich hier was ein. Ich will das auch kaufen. Baba. Ich kann mir das kaufen, das weiß ich ganz genau. Ein eigenes Karten. Haben wir überhaupt schon mal irgendwelche Karten hier bekommen? Also das Spiel ist ja beschiss. Ich will auch Karten haben. Okay. Guck mal, die kaufen sich alle ein hier. Ich will auch. Ich könnte abkaufen drücken, ich will aber jetzt noch nicht. So, komm. Jetzt gib mir ein Feld, wo ich kaufen kann. 2. Einmal hier und einmal da, richtig? Kartenfeld. Für den tollen Zug, super. Habe ich nur eine Karte verdient? So, was darf ich jetzt hier machen? Monatsabschluss. Ah, ich muss einfach warten. Ich darf nicht klicken, weil wenn ich klicke, dann mache ich die zu einem menschlichen Spieler. Ah, okay. Bam, bam, bam. Bam, bam. Oder kann man nur auf den Feldern hier, ne, auf den kleinen, runden, roten? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Nie auf den grauen kann man. Ah, okay. Bam, 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 bam. Okay, abkaufen, nimm dir eine. So, wir gehen nochmal in Zoom rüber und wir würfeln erstmal fleißig. Ich will auf ein weißes Feld. Mit einer 4. Okay. 1, 2, 3. Oh, nee. Was ist das? Bern, das ist eine Stadt. Ach, Mann. Ich kann ja... Warte mal, 20.000. Vielleicht sollten wir uns dann kaufen. Dann nehmen wir uns den Uhrenladen, wa? Genau. Hammer. Da-da-da, ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Oh, neue Musik. Bam, 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 bam. So, eine 6 haben wir hier. Tut, tut.
kein Geld zum Kaufen. Tja, wer spart, der bleibt, ne? So, ich glaube, wenn man auf blaues Feld kommt, holt man auch seine Gewinne ein, ne? Zusätzlich. Vor allem die ziehen hier Kohle ab ohne Ende. So, jetzt bin ich aber dran. Feuerfrei, eine 6 hätte ich ganz gern. Na, die 3 nehme ich auch, okay. 1, 2 und... Jawoll. Kann ich mir nichts leisten. Toll, super. Oh, ich bin... Oh, achso, das ist die Einnahmenübersicht. Oh, guck dir mal, was die zusammenkaufen. So viel Kohle habe ich nie im Leben. Und ich war mal ganz vorne mit der Kohle. Das Krasse ist ja, man kann es halt mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen am PC. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und es hat doch damals, du saßt zu viert vor der Kiste, weil es hier vollkommen egal ist, was man, also man hat keine Geheimnisse. Die Geheimnisse gibt es in dem Sinne nicht, weil man kann ja offiziell öffentlich kaufen und die Karten haben und. Und das macht es eigentlich dann den Reiz aus. Das ist teilweise schlimmer, als Mensch ärgerlich ist. Und nur eben halt ohne rauswerfen. So. Oh, guck mal, hier ist der schiefe Turm von Pisa. 2 noch. Ich glaube, ich sollte lieber einen hochgehen. Jawohl. Da kann ich mir sogar einen Souvenirladen kaufen. Guck mal. Wobei, für 10.000 sollte ich mir lieber die Taubenzucht holen. Weil die gibt mir mehr Rendite, ne? Super. Bam, 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 bam. Was, ich habe Einnahmen minus 9.000? Uiuiui. Ja, okay, ich habe ja gekauft, ne? Vielleicht sollten wir wieder auf blaue Felder gehen. Blaue Felder, die sind wichtig. Aha. Oh, das ist so schnell hier, das Spiel. Bam, 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 bam. Oh, 8.000 nasse, minus 6.000. So, und jetzt müssen nämlich die Sachen verkauft werden. Jetzt sieht man das nämlich schon. Damit man auf Kohle kommt. Ich glaube, man scheidet aus, wenn man in den Nassen ist, ne? Bam, 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 bam. Das kann nämlich passieren, dass man dann nachher auf ein rotes Feld kommt und egal wie man fährt und wieder zurückfährt und versucht andere Wege zu fahren, es wird nicht funktionieren, weil man dann immer auf dem roten Feld landet und dann Kohle weg ist. Da, 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 ba, 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 ba. Eine 6 ist immer gut. Wir gehen mal in den Zoom-Modus wieder zurück. So, wir müssen... Oh, guck mal, wir hängen hinten dran. Wir müssen irgendwie nach rechts, müssen wir, okay. 1, 2, 3, düdüt. So. Da ist ein Verlustfeld, da will ich nicht hin. Oh, hier ist die Grenze zu. Och, nee. Das ist das, was ich meinte. Ich guck mal, ob wir... Dann gehen wir mal eins nach oben und holen ins Kartenfeld. Für einen tollen Zug auf dieses gelbe Feld. Hast du eine Karte wirklich verdient, Firefox? Ja, danke. Super. Nicht. Irgendwann später im Spiel werden diese Zoll- und Grenzstationen aufgemacht, weil, ne, EU und so offene Grenzen. Dann kann man nämlich dann dadurch durchfahren und teilweise auch ein paar Abkürzungen fahren. Ui, minus 13. Oh, da geht es jemand gleich fast an den Kragen. Aber gerade so. Ba-la-ba-ba-da-ba. 4 Felder, Na, jetzt bin ich gespannt. Vor allem, wir müssen erstmal wieder den ganzen Weg zurück, ne? 6.700, du alter Raffzahn. Feuer frei. Komm, bitte 6, nicht eine 1. Eine 5 nehme ich auch. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Wir könnten uns nichts kaufen. Ich bin immerhin auf dem dritten Platz, ne? Wie viele Züge haben wir eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, wie viele Züge wir schon, also wie viele Runden wir gefahren sind. 300 sind, ich weiß, 300 insgesamt oder 300 immer pro 5 Leute. Hier unten sieht man zumindest immer noch, wie weit man von Ankara entfernt ist, ne? Ob man sich dem nähert oder nicht. So. Guck mal, der ist schon fast da. Ich glaube, da gibt es extra Kohle, wenn man da mal angekommen ist.
Jetzt bin ich dran. Und feuerfrei. Ich habe 15 Felder vor mir und 5 kommen jetzt dazu. Ah, sauber, ich krieg Kohle. Jawohl, ja, das sieht gut aus. Oh, when the saints go marching. Oh, when the saints go marching. Oh, da ist. Autschampautsche. Aber ist schon fast da. Da ist jemand schon fast unten angekommen. Da sind noch 7 Felder. Jetzt kommt eine 6, oder? Ich wusste es. So, noch ein Feld entfernt. Wir werden es nicht schaffen rechtzeitig. Ach, Leute. Verdammt. 4. Jetzt geht's nur aber an den Kragen, ne? 1. 2. Nee. Ich nehme das in Kauf, dass ich hier. Guck mal hier, da ist ein. Dann nehme ich lieber das Kartenfeld, wobei ich nehme lieber Geld. Ich glaube, wenn die Runde durch ist, also jemand Anker erreicht hat, geht's zum nächsten Zielort. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder auch nicht. Hallo Leute, da bin ich schon wieder. Achso. Schauen wir uns doch mal die Auswertung an. Ja, schauen wir uns mal an, wa? Ja. Aber ich erst. Dann riskieren wir mal einen Blick auf die Tafel der Wahrheit. Oh. Und schau mal, was abgeht. Und ja, da abgeht. Haben wir schon den ersten. Okay. Uiui, das ist aber nicht so doll. Ich glaube, wir üben noch ein bisschen, wa? Ja, wa? So, darf ich? So. Und wie steht's mit Spieler Nummer 2? Keine Ahnung. Ui. Naja, das könnte besser sein. Ja. Aber vielleicht wird ja noch was draus. Ja, glaube ich auch, wa? So, wer kommt jetzt? Ja, Icke. Nee, doch nicht. Hehe, das ist nicht schlecht. Sehen wir hier etwa schon den Sieger? Na, wer weiß, okay, wer weiß. Machen wir das Quartett voll? Ja. Ja, das ist ja gut. Manch einer wäre neidisch drum. Ja, ich zum Beispiel. Und noch einer. Und noch einer. Ja, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Genau, wa? Super. So, dann wollen wir mal schauen. Ui. Ja, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Ja. Okay. Es geht weiter. Ein toller Trick, auf dieses Feld zu fahren, Veracru. Ach ja, da ist ja noch Dr. Drago. Den habe ich ja total vergessen. Gratulation, 102.000. Die kauft sich natürlich jetzt alles dort, ne? Hallihallo. Hi. Ja, schon wieder eine neue Runde. Bam, 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 bam. Na klar, ja, ich wüsste da. Genau, der Pott voll Scheine, wa? Wohin uns das Schicksal als nächstes jagt. Ja. Werden die Letzten sein. Oder vielleicht auch doch nicht. Wo müssen wir hin? Macht es ab. Wo ihr hin müsst oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Das Licht, ja, wa? Da ist da, nach oben. Unsere neue Zielstadt. Ja? Los, Leute, diesmal geht's nach Rom. Der von Italien. Sieht man das überhaupt da, ja? Ne? Ihr seid ja immer noch hier. Ja. Los geht's. Yeah. Oh, ich darf nicht anfangen. So, jetzt starten wir nämlich von den Stellen, wo wir stehen geblieben sind und haben natürlich da... Oh, Dr. Drago ist da. Habt das gesehen? Der fährt da jemand mit dem Fahrrad hinterher. Ich glaube, der klaut irgendwas. Klaut der Geld oder Ereigniskarten? Ich bin mir nicht sicher, was der gemacht hat. Aber wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren. Oh, ich bin dran. Oh. Oh. La. Kommt, eine 1 nehme ich gerne. Eine 1. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Nee, so ist es besser. Verdammt. Man muss nämlich genau auf den Punkt landen, ne? Das ist noch so eine zusätzliche Schwierigkeit. Aber ich stehe kurz vom Ziel. Yeah, guck mal, da ist eine 13. Hau ab, genau.
Jetzt haut Dr. Drago ab, weil eine Ereigniskarte gespielt worden ist. Und er taucht jetzt aber irgendwo gleich wieder auf. So, 14 entfernt, da muss ich... Ja, da muss ich mir noch keine Gedanken machen. 11. Ja, sowas hätte ich gebrauchen können vorhin. Die packen sich hier wieder ein. Oh nee, ich hab den an der Backe. Oh, Runde 5. Was soll ich mit einer 5? Oh nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, Mist. 4 Walzen. Ah, wenn man die Karte spielt, dann kriegt man einen Vierer. Ne? Also kann man 4-mal hintereinander würfeln. Ah, hier, genau, er klaut Geld. Dr. Drago öffnet ein Tanzcafé in den schottischen Highlands. Die Kosten belaufen sich auf 2.100 Dollar. Das kriegen wir doch gerade so hin. Mal gucken. Da 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 ba 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 ba. Oh oh. Durch eine fürchterliche Lawine wurde eine Straße versperrt. Ba 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 ba. So, jetzt bin ich dran. Bitte, 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 bitte. Haben wir eine Karte? Können wir ihn? Nein, können wir nicht. Wir brauchen noch keine mehr Walzen, ne? Wir wollen ja ans Ziel kommen. Ne, 2. Oh ja, danke. Achtung, 1. Und, tada, gewonnen, yeah. Bam, so, 102.000. Wie, du gewinnst Runde 2 von 100. Ja, das spielen wir aber nicht bis zum Ende durch, oder? Nee, 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 nee. Ich wollte euch das ja auch nur gezeigt haben an der Stelle. Och nee, ja, schon wieder. Jetzt geht's noch 98 Runden weiter, ne? Ich drück mal hier ein bisschen schneller. So. Puh. Also wie man sieht, ist das ein unterhaltsamer Spaß für mehrere Leute. Definitiv. Ich mach mal so. Und geh mal ins Hauptmenü. Ins Hauptmenü. Kann ich nicht ins Hauptmenü? Ich kann nicht ins Hauptmenü. Okay. Weil ich erst ziehen muss, ne? Okay. Ah, jetzt. Nein! Ich hätte jetzt ins Hauptmenü gekommen. Okay, wir bewegen uns schnell mal. Ah, er ist zumindest nicht mehr auf hinter mir hinterher. Ah, ich komme nicht an. Warte mal, wir müssen mal kurz warten. So, darf ich jetzt endlich? Danke. Und zwar, ich möchte ins Hauptmenü eigentlich. Nein, nichtsdestotrotz, wir bleiben an der Stelle stehen. Ja, das sollte es eigentlich auch erstmal gewesen sein. Ich wollte einfach mal die total verrückte Rallye darbieten, zeigen, wie es aussieht, wie es sich spielt. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist eigentlich sehr simpel und cool wäre das. Ungelogen, ich hätte es gerne als Brettspiel. Ich hätte das wirklich gerne als Brettspiel für die ganze Familie und natürlich für Freunde und Co. Aber vielleicht auch das Multiplayer-mäßig. Das kann man einfach so den beiden nebendudeln lassen und andere Dinge tun. Ich denke mal, das könnte ganz fetzig werden. Aber, was heißt aber? 22 Jahre ist das Spiel alt. Und man mag es gar nicht glauben, dass mit ein bisschen DOSBox, ein bisschen probieren und Windows 3.11 installieren in der DOSBox und dann kann man dieses Spiel spielen. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es möglich ist, aber ich sag mal, im Zweifel hätte es auch eine VM getan. Aber das dann alles fertig zu machen und dann, ach nee, so ist es schon gut, wie es jetzt ist. Ja,
gibt's noch irgendwas zu sagen? Nichts weiter. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Würde mich freuen, wenn es gefallen hat, weil dann ist eigentlich das Ziel erreicht, dass andere Leute dann von dem Teil unterhalten worden sind. Mal gucken, was als nächstes kommt in dieser ganzen Reihe. Kann sein, wieder mit ein bisschen Pause. Ich muss mal gucken, langsam wieder neue Projekte umsortieren und einsortieren. Da sind viele ausgelaufen und also Projekte, also wir verstehen das. Und ich denke mal, wir müssen einfach mal schauen, was so als nächstes angeht. Ich habe noch wirklich keinen Blassen. Ich lasse mich einfach überraschen. Vielleicht einfach Augen zu und raufpieksen auf die Bibliothek und an der Stelle, wo es ist, das Spiel dann nehmen. Möglicherweise vielleicht auch ganz anders. Jedenfalls danke fürs Zusehen und wir sehen uns in einer anderen Folge, in einem anderen Video, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Also das, was schon da ist. Wir sind ja bald, ich will gar nicht übertreiben, fast 3.500, 4.000, ich weiß es gar nicht, Videos. Ist auch vollkommen Wumpe. Geht um den Spaß an der Sache. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Euer Firefox.